Hallo zusammen, Thomas hier. Heute geht es darum, warum ihr, wenn ihr in Schwarz-Weiß oder für Schwarz-Weiß fotografiert, unbedingt das JPEG-Format meiden solltet und stattdessen im RAW-Format fotografieren solltet. Bevor wir uns das genauer angucken, noch der Hinweis: Dieses Video wird gesponsert von mietdeinobjektiv.de und bei mietdeinobjektiv.de könnt ihr professionelle Kameras, Objektive und das entsprechende Zubehör ganz einfach online mieten. Mit meinem Rabattcode blende ich euch hier unten ein und steht auch nochmal in der Videobeschreibung, könnt ihr bei eurer nächsten Miete 10% sparen. Gucken wir uns mal erstmal das ganze Thema JPEG an. Was heißt denn letztendlich JPEG? JPEG heißt unter anderem, dass ihr mit einer maximalen Farbtiefe von 8 Bit fotografieren könnt. Und gucken wir uns das gerade erstmal, bevor wir zum Schwarz-Weiß kommen, ganz kurz in Farbe an oder für die Farben. Das heißt also, dass ihr mit im RGB-Farbraum fotografiert, Rot, Grün und Blau. Also ihr habt drei Farbkanäle, die jeweils verschiedene Farbwerte aufzeichnen können. Und wenn wir das einfach mal mathematisch darstellen, heißt das bei einer Farbtiefe von 8 Bit, heißt das 2 hoch 8 pro Farbkanal, also 256 darstellbare Farbwerte je Kanal, also für Rot, für Grün und für Blau, die natürlich dann in beliebig vielen nahezu beliebig vielen Kombinationen kombiniert werden können und dann ergibt sich dann nochmal 256 hoch 3 und dann kommen wir auf einen wahnsinnig großen oder eine riesige Anzahl von darstellbaren Farben und zwar von genau 16.777.216 Farben. Das ist enorm viel. Es sollte allerdings einschränkend natürlich noch angemerkt werden, dass ihr natürlich nie, wenn ihr etwas fotografiert, alle diese Farben gleichzeitig zur Verfügung habt. Also es reduziert sich schon mehr oder weniger deutlich, je nachdem, was ihr fotografiert. Dennoch ist natürlich das eine unglaublich große Anzahl an Farben, die man fotografieren kann. Das gilt für Farbe. Und deswegen, es geht hier heute um Schwarz-Weiß, gucken wir uns mal an, wie viele Farbwerte habt ihr denn im 8-Bit-JPEG, wenn ihr Schwarz-Weiß fotografiert. Und dazu gucken wir uns auch noch mal ganz kurz an, wie stellt sich das denn dar? Wir mit 8-Bit. Ein Bit heißt, ne, wir sind im Digitalen, heißt also entweder ja oder nein oder schwarz oder weiß. Mit 2-Bit kommen wir schon auf 4 Farbwerte, besser gesagt Grauwerte, die wir darstellen können. Und bei 8-Bit sind das 256 Abstufungen. Und damit ist in 8-Bit bei JPEG Schluss. Denn wir haben ja keinen Rot- und Grün- und Blaukanal, wir haben nur Grautöne. Also wir haben nur diese Abstufung zwischen Schwarz und Weiß. Das heißt, wenn ihr mit 8-Bit in JPEG fotografiert, in Schwarz-Weiß, beispielsweise indem ihr den monochromen Bildstil eurer Kamera direkt einbacken lasst über ein JPEG, dann habt ihr maximal, es müssen noch nicht mal so viele sein, 256 Grauwerte, wenn wir mal Schwarz und Weiß als Grauwerte mitzählen. Das heißt, das ist nicht viel. Und wenn wir uns das jetzt angucken, im Gegensatz dazu, wenn ihr mit einer Farbtiefe von 12-Bit oder vielleicht sogar 14-Bit fotografiert, wie das die heutigen Spiegelreflexkameras und die spiegellosen Kameras können, beispielsweise meine Nikon Z6, ich zeige dahin, weil die steht nämlich gerade hier neben mir. Wenn ich mit der fotografiere im RAW-Format, kann ich mir aussuchen, ob ich mit einer Farbtiefe von 12-Bit oder mit 14-Bit fotografieren möchte. Und das heißt, wenn wir das mal runterbrechen, nur dann letztendlich wieder auf Schwarz-Weiß, mit 12-Bit hätten wir dann immerhin schon 4096 Grauwerte, auch hier wieder Schwarz und Weiß als Grau gezählt. Und wenn wir mit 14-Bit fotografieren, im RAW-Format mit 14-Bit, kommen wir sogar auf 16.384 Grauwerte. Und das ist gegenüber 256 natürlich ein riesiger Unterschied. Es ist bei weitem noch nicht so viel wie die möglichen 16,7 Millionen für RGB, für Rot, Grün und Blau, aber es ist auf jeden Fall deutlich mehr als die 256. Warum ist das jetzt wichtig? Natürlich machen wir Bildbearbeitung. Und wenn wir Bildbearbeitung machen und selbst wenn wir die 256 Werte zur Verfügung haben, durch die Bildbearbeitung verändern wir den Anteil der Tonwerte zueinander. Eventuell stauchen wir, eventuell ziehen wir auseinander, sodass wir die darstellbaren Grauwerte quasi nochmal spreizen oder im schlimmsten Fall spreizen und dann haben wir vielleicht im schlimmsten Fall sogar Tonwertabrisse dazwischen. Und das bei nur 256 darstellbaren Grauwerten geht relativ schnell. Und wie sich das tatsächlich auch darstellt, das gucken wir uns jetzt mal auf meiner Workstation an.
Um euch das Ganze auch nochmal visuell zu verdeutlichen, wenn auch heute nur theoretisch, aber da kann man es wirklich am besten dran sehen, habe ich mal in Photoshop einen Grauverlauf erzeugt. Von ganz schwarz zu ganz weiß, in dem Fall in 16-Bit. Ist dann noch etwas mehr als 14-Bit, aber es kommt auf jeden Fall den 14-Bit deutlich näher als nur die 8-Bit mit 256 Grautönen in JPEG. Und das ist eine genau die Datei, die ich dann hier habe. Die habe ich erzeugt aus der 16-Bit-PSD-Datei, die ihr gerade gesehen habt. Und habt ihr dann eben als JPEG abgespeichert. Und ich denke, ihr könnt schon, je nachdem natürlich, welchen Monitor ihr habt und auf welchem Gerät ihr euch das anguckt, wie gut das Gerät Farben und Grauwerte und Tonwerte darstellen kann, könnt ihr wahrscheinlich schon einen direkten Unterschied sehen. Das ist also die hochauflösende 16-Bit-Variante mit den Grautönen und das ist die 8-Bit-Variante mit nur zwei, maximal 256 Grautönen. Und was ihr sicherlich hier gut sehen könnt, deswegen gehe ich auch nochmal in die 1 zu 1 Vergrößerung, damit es auf jeden Fall für alle augenfällig wird. Ihr seht hier solche Streifen drin und die sollten im Idealfall nicht da sein. Und diese Streifen ergeben sich dadurch, dass von dem einen Grauwert zum nächsten ein Sprung da ist, dass also kein weicher, sauberer Verlauf in den Grauwerten da ist, sondern da ist plötzlich ein hellerer mit einem deutlich dunkleren und das ergibt dann diese bandenartige, streifenartige Darstellung. Und das haben wir eben hier in dem Grauverlauf, auch hier gehe ich mal auf 100% nicht. So, warum ist das jetzt Ganze jetzt überhaupt so wichtig? Ganz einfach, wir machen Bildbearbeitung. Und wenn wir wirklich nur 256 Tonwerte zur Verfügung haben und dann damit auch noch Bildbearbeitung machen, vielleicht sogar ein bisschen extremer, stärker mit dem Kontrast arbeiten, die Lichter mehr oder weniger stark absenken oder stark hochziehen, die dunkleren Partien, die Schwarzwerte stark raufziehen, stark runterziehen, dann führt das natürlich dazu, dass wir das Histogramm bzw. die darstellbaren Tonwerte sehr stark stauchen oder aber auch auseinanderziehen, sodass wir dann mit diesen wenigen Werten, die uns zur Verfügung stehen, dann noch das Problem kriegen, dass wir dann diese Sprünge, die wir hier ohnehin schon sehen, dann sogar noch deutlich verstärken. Und um euch das auch zu verdeutlichen, mache ich mal etwas, was wir natürlich auch in der Bildbearbeitung machen, was wir beispielsweise die Lichter stärker absenken, dass wir die Tiefen stärker aufhellen, um dunklere Partien in ihrer Helligkeit stärker auszugleichen. Und dann seht ihr, dass sich diese Banden, diese Streifen noch wesentlich mehr verstärkt haben, als wir das eben schon gesehen haben. Und wenn ich jetzt diese Werte, einfach diese Bearbeitung mit den Lichtern und mit den Tiefen, einfach jetzt mal kopiere und sie auf die 16-Bit PSD-Variante übertrage, dann solltet ihr im Idealfall nicht viel sehen, außer dass sich natürlich die Verteilung von hell zu dunkel ein wenig verändert hat, denn ich habe ja mit den Lichtern und mit den Tiefen gearbeitet. Was wir aber nicht sehen, deswegen gehe ich hier auch nochmal in die 100%-Ansicht, was wir aber nicht sehen sollten, also ich sehe es hier auf meinem Monitor jedenfalls nicht, dass wir dann diese bandenartige Struktur haben. Und wir können das auch sehr schön sehen am Histogramm. Wir haben hier, zu denen es in den Bereichen dargestellt werden können, durchgängig Grauwerte. Und wenn wir uns das hier im Histogramm hier angucken, dann seht ihr, da fehlen welche. Da sind dunklere Bereiche zwischen den helleren Bereichen. Also diesen helleren Bereichen, das ist das, was das Histogramm darstellt, das Luminanzhistogramm. Und da haben wir Tonwertsprünge. Und das ist genau das, was wir hier in Form dieser Striche sehen. Und wenn wir uns jetzt die beiden Varianten nochmal nebeneinander stellen, und auch hier, dann könnt ihr sicherlich gut sehen, dass wir bei der JPEG im Gegensatz zu der 16-Bit-PSD hier diese Striche haben, hier dieses Banding drin haben und hier haben wir einen ganz sauberen, weichen Verlauf. Ihr habt gesehen, welch großen Unterschied es macht, ob man mit einer größeren oder mit für JPEG vergleichsweise geringeren Farbtiefe fotografiert. Und das muss man nicht unbedingt in jedem Foto gleich sehen, dass man mit JPEG fotografiert hat. Auch dieses Banding, was wir gesehen haben, muss sich nicht unbedingt sofort in jedem Foto auswirken. Aber wenn ihr dann diesen Effekt habt, dann ist es zu spät und ist die Aufnahme ruiniert. Und es ist natürlich dann besonders schade, wenn ihr richtig tolle Aufnahmen gemacht habt, die dann eben ruiniert sind, weil ihr dann eben Farbwert oder in dem Fall keine Farbwert, sondern Graustufenwert, was auch immer, Abrisse habt, also dieses Banding da drin habt beispielsweise. Das lässt sich nämlich nur wenn überhaupt, mit einem wahnsinnigen Aufwand nachträglich retuschieren oder korrigieren, wenn überhaupt. Also, meine dringende Empfehlung, wenn ihr für oder in Schwarz-Weiß fotografieren wollt, mit eurer Digitalkamera, nehmt auf jeden Fall das RAW-Format und da dann auch die höchstmögliche Farbtiefe, die euch die Kamera anbietet. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und empfehlt mich weiter.
und abonniert RohrTV. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal auf diesem Sender.